Ja, und somit ein herzliches Hallo zu MotoGP 15. Fahren wir gleich das zweite Rennen hier mit Alex. Bevor wir dann wieder unsere Karriere ein bisschen weiter vorantreiben, dann haben wir mal hier zwei Rennen und dann zwischendurch einmal fahren wir immer auch hier weiter. Aber ich würde sagen, wir fahren einmal das Rennen hier in Texas, das zweite. Ja, Max Biaggi vor Casey Stoner, Valentin Rossi, alle hier innerhalb von einer Zehntel, dann Capi Rossi, Gibbenau und so weiter und so fort. Ich habe es gerade mal nur auf die 16 geschafft. Ah, John Hopkins auch noch reingefahren und eine Zehntel oder fast zwei Zehntel jetzt. Shinji Nakano, mein Teamkollege, sogar vor mir. Am Anfang war ich sogar noch eine Zehntel vor Nakano. Am Anfang der Qualifying Session. Na gut, dann starten wir mal rein und schauen wir mal, was geht. Punkte werden wieder wichtig. Biaggi, Stoner, Rossi vorne, geil. Da links vorne, da ist er. Los geht's. Da ein bisschen nach hinten. Oh, keiner gecrashed, das passt. Auf der 10, da will aber schon einer ran. Und wollte nicht, dass ich an ihn vorbeigehe. Der erste Sektor, der ist eher noch meiner. Und dann schauen wir mal, was das Ganze so ergibt über die Distanz. Edwards vor uns hier. So, bekommen wir da ein bisschen Windschatten, wäre geil. Ah, nicht gut aus der Kurve raus. Achtung, meine Güte. Ah, was war denn das wieder? Ah, das ist grauenhaft. Amada, und da schießt Barros daher, ja, da wird es wieder ein paar Stürze geben und da fliegt er schon. Oder? Und Elias. Ah, da greift der Computer einfach an, hier nach der langen Geraden, ohne Rücksicht auf Verluste, da schießen sie daher von hinten. Hinten sehr unruhig das Motorrad. Nur ausbeschleunigen. Mal schauen, ob das Setup-mäßig irgendwas machen kann. Wir werden mal mit Jeff in unseren Ingenieur reden. Da gefällt mir meine Brille wesentlich besser. Kawasaki ist ein bisschen giftiger. Stoner erster, Biaggi Rossi. Hier schön durch, genau. Erster Sektor meiner. Ah, das war schon um einiges besser. Von hinten kommt jetzt keiner. Konzentrieren.
viel schneller sind wir noch nicht. Ich dachte schon, Texas sind wir da ein bisschen besser drauf, aber... So, boah, kann man sich täuschen, ist wieder hinten ein bisschen gerutscht. Stoner Biagi Rossi noch immer vorne. So, jetzt erster Sektor, versuchen wieder ein bisschen ranzuroppen. Ah, das war auch schlecht. Ah, sind wir ein bisschen näher dran, ich weiß nicht. Versuchen wir es mal hier. So, ja, vorne auf der Bremse wird das sicher riskieren, noch einmal vorbeizugehen. Ja, lass mal außen, genau. Schauen wir mal, da vorne ist auch ein Zweikampf. Aber eine Ducati. So, Colin Edwards wieder vor uns, haben wir nicht am Anfang gehabt, ich glaube. Elias. Also Kawasaki als Werksteam. Die grüne Note wäre schon geil, wenn die auch wieder irgendwann dazukommen würden. Orange KTM kommt ja auch. Würde mir schon sehr gut gefallen. So, Runde 4 von 8 haben wir mittlerweile. Jetzt aufpassen mit dem Hügel, genau. Jetzt an Colin Edwards ein bisschen rankommen. Sonst gehen wir mal auf derselben Stelle, wo wir es schon geschafft haben. Troy Bayliss. Ja, auf der Bremse ist die Kawasaki ganz geil eigentlich, muss ich sagen. Wahrscheinlich bis ich mal wegrutsche. Da kommt er wieder. Wir lassen ihn wieder mal außen. Aber der ist ein bisschen schneller dran jetzt wie Elias vorher. Einmal Windschatten schnüffeln. Jawohl, der schaut gut aus. Da sind wir schon neunter. Ja, guckt aber, er sitzt aber auch komisch drauf, Troy Bayliss. Kopf so weit nach oben. Vor uns dann noch Marco Melandri, der mit der Brille ja gar nicht zurecht kam. Lustigerweise. So, Troy Bayliss, vielleicht der Nächste. Sie hat einen lustigen Fahrstil. Marke Oldschool. Das hat immer der Auslaufrunde, glaube ich, Jack Miller gemacht da in der Moto3, wenn ich recht
wenn ich mich da recht erinnere. Wir versuchen es hier auf der Bremse, weil wir da gut drauf sind und hier es gut funktioniert. Sehr schön, dann wären wir schon mal Achter. Wichtige Punkte für die WM. Ja, ganz vorne reden wir auf keinen Fall mit. So viel kann man schon mal auf jeden Fall verraten. Und da kommt aber Troy Bayliss. So, wir versuchen es noch einmal. Wir laufen, machen die Bremse. Wir wären mal vorne. Sehr gut. Kommt da der Konter irgendwo? Nö, geht noch. Jetzt bin ich ein bisschen weit. Wo ist er? Uah, da kommt er. Hat er gut gemacht, hat er gesehen, dass ich ein bisschen offen bin. Hat er das da außen probiert, geht aber nicht. So, mal Achter. Rossi Zweiter, noch Stoner, Rossi, Piaggi, Capirossi, Givenau, Hayden, Melandri. Melandri, Baum, wow, Bayliss, und da habe ich jetzt geschlafen. Ach du Scheiße. Das gibt's ja nicht. Ja, Freunde, so ist das. Nur ein Versuch. Ich starte hier nicht noch einmal. So wie es kommt, so kommt's. Wir können jetzt zumindest weiterfahren. Und da ist schon einmal Donny Elias, den haben wir schon mal überholt gehabt. Wollen wir es gleich noch einmal. Sehr schön. Wenigstens wieder Zehnter. Ah, gestürzt. Verdammt. Ah, das ist ärgerlich. Und Barros vorbei. Wir versuchen mal unser Glück. Wir sollen es aber auch nicht übertreiben auf der Bremse, weil wir da noch so gut drauf sind. Das ist auch entlang die Kurve hier. So, ja, dann müssen wir P10 heimfahren, jetzt die letzten zwei Runden, Runde 7 von 8. Uns gegen die Angriffe von hinten verteidigen, und da sind wir ein bisschen früher abgebogen, alles geplant. Edwards vorne werden wir wohl nicht mehr einholen. So, jetzt ein bisschen mehr konzentrieren hier im ersten Sektor, ja, das war wieder... Ja, ein bisschen zu viel gewollt leider. So, nochmal die gerade runter hier hinter Colin Edwards, 0,6. Ja, möglich ist, dass wir ihn noch erwischen, noch einmal in der letzten Runde dann vielleicht. Troy Bayliss vorne. Trotzdem sehr geil zu fahren mit der Kawasaki, trotz allem, auch wenn es ein bisschen schwieriger ist vom Gefühl her.
Ja, aber das gehört, weiß nicht, die Kawasaki, der Sturz, das war mein Fehler. Da haben wir jetzt mit jedem Motor abgestürzt. So, gleich geht's in die letzte Runde. Hier mit Alex Hoffmann. Mit Alex Hoffmann. Vier Takter Special. Hier von 2,5 bis 2,6, glaube ich. Also von 2,4 bis 2,6. So, jetzt sollten wir langsam ein bisschen rankommen hier im ersten Sektor, dass wir dann überholen können bei unserer Stelle vielleicht. Ja, noch könnten wir ein bisschen rankommen. Ja, schon gar nicht so schlecht aus fürs Erste. Das ist jetzt ein Ticken zu weit weg, oder? Boah! Boah, letzte Grasnarbe. Uiuiui. Marzeller müssen einmal lupfen. Gott sei Dank, so wir machen jetzt wieder so zu, dass wir außen, also die Kampflinie fahren, da muss er da innen probieren. Da sind wir mit dem Vorteil da innen jetzt. Ja, leck mich am Arsch. Jetzt fliege ich einmal daher, das gibt's ja nicht. Edwards ist auch hergeflogen. Erst darf ich nicht. Und mein Teamkollege kommt auch daher. Fliege ich über das behinderte Körper innen. Das gibt's ja nicht. Ja, das war ein bisschen zu eng vom Anbremsen her. Müssen wir froh sein, wenn wir hier überhaupt noch Plätze machen. Eieieiei. Jetzt zwei Stürze, das ist zu viel. Komm, 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 nein, 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 nein. Haben wir den jetzt geschafft noch oder nicht? Rossi gewinnt vor Stoner und Biaggi. Sensationell. So, wo sind wir jetzt? Ach du Scheiße. Um 200stel. Nicht gegen Damada, leider auf der Honda. Da sind wir nur 13. Da. Ja, da gehen wir gleich weiter. Scheißdreck. Rossi vor Stoner und Biaggi. Gabi Rossi, gib ihn auch. Und ich 6 Punkte hier auf P14. Ja. Das war's. Zweites Rennen mit Alex Hoffmann in Texas. Ja, zweimal gestürzt. Hm. Naja. Naja, so, Termas de Rio Hondo in Argentinien. Freue ich mich auch schon. Aber ich glaube, jetzt werden wir mal mit Aprilia wieder ein paar Rennen fahren. Und da werden wir wieder einen Abschneider hier zur Kawasaki machen. Ja, schade. Zweimal gestürzt, Achter wäre drin gewesen. Minimum, ohne Sturz. Aber ja, ist leider in Texas durchaus gegeben, dass man da stürzt. Ja, das zweite Mal doch ein bisschen zu eng und dann übers Körb blöd angebremst und doch weggerutscht. Und der erste war sowieso mein Fehler. Ja, aber Punkte haben mitgenommen. Immerhin. In unserer Kawasaki. Danke fürs Einschalten, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.